An den Börsen herrscht nach dem gestrigen Kursrutsch heute nun wieder ein bisschen mehr Zuversicht. Die politischen Unsicherheiten, insbesondere der NATO-Russland-Konflikt, sind aber auch nicht vom Tisch. Einzelheiten dazu jetzt von Sami Ibrahim an der Frankfurter Börse. Nach der Kriegsangst der letzten Tage nun Gespräche und die Meldung vom Truppenabzug an der Grenze zur Ukraine. Das lässt natürlich auch Investoren hoffen. Und es ergibt sich die Chance zum Einstieg in Aktienwerte, die zuletzt kräftig unter die Räder geraten waren. Der DAX zeigt deshalb eine klare Gegenbewegung und legt zu, auch wenn damit die Verluste der letzten Tage nur zu einem kleinen Teil ausgeglichen werden können. Wie angespannt und nervös die Lage dennoch ist, zeigt der Blick auf andere Investments. Denn besonders große Investoren gehen in diesen Zeiten möglichst wenig Risiko ein. Sie sichern sich ab. Einer der Klassiker als Krisenwährung ist Gold. Auch bei hoher Inflation schützen sich Anleger, indem sie hier einsteigen. Die Kriegsangst hat den Goldpreis zuletzt auf den höchsten Wert seit Monaten gehoben. Mit den positiven Signalen aus Moskau gegen Mittag gibt der Goldpreis aktuell nur etwas nach. Denn die Lage bleibt ja grundsätzlich angespannt. Zu sehen ist das beispielsweise an weiterhin hohen Ölpreisen. Auch der ist ein verlässlicher Indikator für die Nervosität, die im Markt immer noch herrscht. Die Nachfrage übersteigt dort das übliche Marktgeschehen, weil sich Händler und Unternehmen sicherheitshalber mit Rohstoffen eindecken. Für den Fall, dass am Ende doch alle Gespräche scheitern und nach einem Einmarsch Russlands in die Ukraine Sanktionen und Lieferunterbrechungen drohen. Wie vorsichtig Investoren weiterhin agieren, lässt sich auch am Anleihemarkt ablesen. Deutsche Anleihen behaupten sich aktuell stabil. Gestern waren sie noch stark gesucht. Die Rendite ging kräftig zurück. Im Fall einer deutlichen Entspannung bei der Stimmung der Anleger müsste sie nun im Gegenzug eigentlich genauso kräftig steigen. Das tut sie in dieser Form aber nicht. Bundesfinanzminister Christian Lindner will Unternehmen wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie weiter entlasten. Beim Mittelstandstag des Bundesverbands Mittelständischer Wirtschaft stellte er dazu mehr Abschreibungsmöglichkeiten in Aussicht. So soll das Kabinett schon morgen über die Verlängerung von Abschreibungen auf bewegliche Wirtschaftsgüter beraten, mit einem Volumen von rund 3 Milliarden Euro für die Wirtschaft. Ob die sogenannten Superabschreibungen noch in diesem Jahr kommen, ist Lindner zufolge noch nicht entschieden. Mit ihnen sollen laut Koalitionsvertrag eigentlich Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz forciert werden. Ob Homeoffice, Streaming oder auch künstliche Intelligenz, die Digitalisierung fast aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche hat entsprechend zu einem starken Wachstum der Leistung von Rechenzentren geführt. Mit dem Energieverbrauch dieser Zentren steigen aber auch die Treibhausgasemissionen. Und dem muss die Branche Rechnung tragen. Das fordert auch der Digitalverband Bitkom in seiner Wachstumsbilanz. Eine Baustelle im Rhein-Main-Gebiet. Hier stehen und entstehen die meisten der derzeit rund 3000 Rechenzentren in Deutschland. Vor allem Cloud Computing ist gefragt und könnte bis 2025 die Hälfte aller Kapazitäten der Rechenzentren ausmachen. Ein wachsender Markt, um den international ein harter Wettbewerb im Gange ist. Die Frage, die wir uns stellen, ist, entsteht dieser Markt in Deutschland oder entsteht er außerhalb Deutschlands? Und wir treten dafür ein als Bitkom, dass die Rechenzentrumskapazität in Deutschland stark ausgebaut wird. Und das gelingt nur dann, wenn die Genehmigungsprozesse deutlich beschleunigt werden. Durch den wachsenden Bedarf an Rechenleistung verbrauchen die Datacenter auch mehr Energie, allein durch die Computerprozesse und die Kühlung der Server. So ist der Energiebedarf der Rechenzentren zwischen 2010 und 2020 von 10,5 auf 16 Milliarden Kilowattstunden gestiegen. Bis 2030 könnte der Bedarf durchschnittlich auf 23 bis 29 Milliarden Kilowattstunden anwachsen. Die Treibhausgasemissionen der Anlagen lagen 2020 bei rund 6 Millionen Tonnen pro Jahr. Das sind 0,8% des CO2-Ausstoßes hierzulande. Um die Emissionen zu verringern, fordern Umweltschützer hier einen Komplettumstieg auf erneuerbare Energien und deren effektivere Nutzung. Dem will die Branche etwa durch die Nutzung der Abluft für die Wärmeversorgung Rechnung tragen. Es ist ein wahrscheinlich jahrtausendealtes Phänomen. Wenn Menschen zwischen verschiedenen Ländern oder gar Kontinenten reisen oder Handel treiben, dann haben sie oft auch Tiere oder Pflanzen im Gepäck. Am neuen Ort können viele der eingeschleppten, nicht heimischen Arten aber oft nicht Fuß fassen. Einige allerdings vermehren sich sehr gut, etwa weil natürliche Feinde fehlen. Immer wieder kommt es dazu, dass sie andere Organismen sogar schädigen oder verdrängen und das Ökosystem Schaden nimmt. Wie eine neue Studie jetzt zeigt, können so auch hohe wirtschaftliche Schäden entstehen.
Nicht so gern gesehen in den Parks hierzulande sind kanadische und Nilgänse. Invasive, also nicht heimische Arten, genauso wie der Waschbär, der putzig aussieht, aber ein Raubtier ist. Diese Tiere bedrohen mittlerweile die Artenvielfalt in Deutschland, so eine neue Studie des Senckenberg-Instituts. Bei den Nilgänsen ganz klar, die haben unsere heimischen Enten verschwinden, einfach durch dieses aggressive territoriale Verhalten. Und der Waschbär, wer zum Beispiel aus Kassel kommt, der wird sich mit dem Waschbär auskennen, der weiß, der Waschbär kann eine große Plage sein, hat natürlich auch eine Charakter, dass er heimische Arten frisst. Anderes Beispiel Krebse, wie der rote amerikanische Sumpfkrebs, der es sich unter anderem in der Ahr gemütlich gemacht hat. Er ist so robust, dass er bleiben wird und große ökologische Schäden anrichtet. Die Wege, wie invasive Arten zu uns kommen, sind vielfältig. Eines ist der Zoohandel. Viele Arten, die man im Aquarium sich kaufen kann, werden dann ausgesetzt, weil sie irgendwann zu groß werden, finden so ihre Wege in natürliche Ökosysteme und bereiten gewisse Schäden. Die Forstwirtschaft, Holzimporte, Tourismus, es gibt viele Möglichkeiten, wie invasive Arten ihre Wege finden. Erstmals haben die Forscher des Senckenberg-Instituts jetzt auch die wirtschaftlichen Folgen berechnet, die invasive Arten anrichten. Es können Tiere, Pflanzen oder Insekten sein, die heimische Ökosysteme bedrohen. Bei uns in Deutschland kann man so schätzen, dass es zwischen 800 Millionen und ein paar Milliarden geht, wo man immer differenzieren muss, welche Schäden wurden wirklich beobachtet, sind eingetroffen und welche Schäden sind potenziell. Also könnte man davon ausgehen, dass sie stattfinden oder stattgefunden haben. Durch den Klimawandel werden mehr fremde Arten in unser heimisches Ökosystem eindringen und Milliarden Schäden anrichten. In manchen Regionen unseres Landes fühlt es sich dieser Tage ja schon ein bisschen nach Frühling an. Es ist hell, vergleichsweise warm und die ersten Frühblüher sind tatsächlich ja auch schon da. Ja, dieses milde Wetter und die Hoffnung auf schnell sinkende Corona-Infektionszahlen dürften so manchem Lust aufs Reisen gemacht haben. Und so verzeichnet etwa der Reiseveranstalter TUI hohe Buchungszahlen für die kommende Saison. Und in der Bild am Sonntag, da war zu lesen, dass es auch bei der Lufthansa eine stark steigende Nachfrage nach Flügen gibt. Und genau darüber rede ich jetzt mit Verena von Ondarza aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Ja, die Reisebranche war lange von den Auswirkungen der Pandemie schwer getroffen. Ändert sich das jetzt? Ja, ganz genau. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Hohe Buchungszahlen melden sowohl die Lufthansa als auch die TUI. Und das hat dazu geführt, dass beide Unternehmen die Frühjahrssaison so ein bisschen vorgezogen haben. Die TUI, die fliegt schon seit vergangenem Freitag wieder Richtung Mallorca. Und das gilt immer so ein bisschen als Auftakt der Frühjahrssaison im Unternehmen. Und auch für den Sommer hat die TUI bekannt gegeben, dass sie damit rechnet, dass sie in diesem Jahr wohl wieder die Buchungszahlen aus dem Jahr 2019, also von vor der Corona-Pandemie, erreichen könnte. Und die Lufthansa, die ist ähnlich euphorisch, die sagt, auf einigen Strecken, da gibt es derzeit sogar dreimal so viele Flüge wie vor der Corona-Pandemie und hat deswegen eben auch den Flugplan erweitert, zusätzliche Flüge mit aufgenommen Richtung Algarve, Richtung Zypern und Richtung Mittelmeer. Und für den Sommer, da hat die Lufthansa auch angekündigt, dass sie, wie das in früheren Vorkrisenjahren üblich war, Richtung Balearen die großen Jumbo-Jets einsetzen wird. Und auch die Billigtochter der Lufthansa Eurowings, die geht davon aus, dass sie in diesem Sommer so viele Flüge anbieten kann wie vor Corona. Jetzt haben ja sowohl Lufthansa als auch TUI ziemlich umfangreich Staatshilfen bekommen. Wenn es jetzt so gut läuft, werden die Hilfen dann jetzt zurückgezahlt? Ja, das sind sie teilweise sogar schon. Also die Lufthansa, die hat im vergangenen Herbst die stillen Einlagen des Bundes zurückgezahlt. Der deutsche Staat, der ist im Moment noch ein sehr großer Anteilseigner. Der besitzt ein großes Aktienpaket, ungefähr 14%. Auch das würde die Lufthansa wohl gerne so schnell wie möglich anderweitig vergeben. Das geht aber erst ab April. Bei der TUI ist man noch nicht ganz so weit. Das Unternehmen schreibt ja noch rote Zahlen. Und man hat aber angekündigt, dass da ebenfalls im April die ersten 700 Euro zurückgezahlt werden sollten an den Bund. Insgesamt hat die TUI ja etwas mehr als 4 Milliarden Euro Unterstützung bekommen. Es scheint ja jetzt insgesamt gerade bergauf zu gehen. Viele Deutsche haben wieder Lust zu reisen. Ist denn die Branche insgesamt optimistisch? Also so ganz so optimistisch wie diese beiden Großen ist die Branche insgesamt nicht. Der Deutsche Reiseverband, der vertritt ja die großen Reisebüros und sehr viele Reiseveranstalter, der hat seine Mitgliedsunternehmen befragt, wie sie so auf dieses Reisejahr blicken. Und da haben nur 5% der befragten Unternehmen gesagt, dass sie davon ausgehen, dass sie in diesem Jahr die Vor-Corona-Marken knacken könnten. Die sind also noch sehr viel verhaltener. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass das Reisejahr
Jahr 2022, das hat schon im November begonnen. Und das heißt, da ist Delta und Omikron und die ganzen Einschränkungen und auch die Zurückhaltung der Reisenden, das ist alles da noch mit eingeflossen. Und die DRV-Mitgliedsunternehmen melden jetzt aktuell schon auch sehr hohe Buchungszahlen, also empfinden da ein sehr hohes Buchungsaufkommen. Zahlen dazu wird es aber erst im März geben. Wenn es jetzt mehr Nachfrage gibt, heißt das dann für Reisende eigentlich auch, dass es alles deutlich teurer wird? Also im Moment schlägt es noch nicht auf die Preise durch. Das Statistische Bundesamt hat ja gerade auch die Inflationsdaten für Januar vorgelegt. Und da waren die Pauschalreisen ein krasser Ausreißer nach unten. Also die Preise für Pauschalreisen, die sind im Januar um 25% niedriger gewesen, als das noch im Dezember der Fall war. Und das heißt, dass das, was wir so als Frühbucherrabatt oder so kennen, dass das zurzeit wohl trotz der hohen Nachfrage noch recht großzügig gewährt wird. Aber wir sind ja auch jetzt erst am Anfang der Buchungssaison in Richtung Sommer und da wird sich sicher bei den Preisen noch einiges tun, zumal die Reiseveranstalter auch registriert haben, dass die Kunden offensichtlich gerade so ein bisschen spendabler sind und eher die luxuriöseren Reisen buchen und dass beides zusammen, die höhere Nachfrage und die höhere Zahlungsbereitschaft der Kunden, das könnte am Ende natürlich die Preise dann ein bisschen in die Höhe treiben. Verena von Ondarza aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, vielen Dank. Gerne.